Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Geräte. Mein Name ist Arno Burger. Heute geht es darum, wie wir eine E-Mail auf Wiedervorlage legen können und sie dann gemeinsam mit den Aufgaben, die wir haben, auch sortieren und filtern können. Ich habe hier eine E-Mail bekommen von einem Teilnehmer. Ich mache die mal auf und lese die. Also es geht darum, mehrere Outlook-Fenster zum parallelen Arbeiten öffnen. Und das ist jetzt etwas, was ich nicht in 2 Minuten beantworten kann, sondern ich weiß, da brauche ich so 5 bis 10 Minuten und dafür habe ich jetzt keine Zeit. Jetzt könnte ich natürlich die E-Mail wieder zumachen und auf ungelesen setzen, was viele machen. Ich möchte aber dafür sorgen, dass ich noch weiß, dass ich sie schon gesehen habe, dass ich weiß, dass noch was zu erledigen ist und ich möchte auch die so einplanen, dass ich sie bis morgen erledigt habe. Also klicke ich hier auf die Nachverfolgung und ich wähle Benutzer definiert. Und Benutzer definiert gibt mir die Möglichkeit, jetzt eine Kennzeichnung einzugeben. Also zum Beispiel per E-Mail beantworten. Ihr müsst also nicht aus der Liste hier etwas auswählen, sondern ihr könnt direkt selbst etwas hineinschreiben. Ich möchte, dass es morgen erledigt wird, also morgen ist das Fälligkeitsdatum und dann kann ich noch entscheiden, ob ich eine Erinnerung daran haben möchte oder nicht. Ich persönlich mag Erinnerungen nicht so gern, weil wenn das dann so oft auf dem Bildschirm aufploppt und das Handy und so weiter, dann nervt mich das eher. Deshalb keine Erinnerung, ich bestätige mit OK. Und jetzt steht hier, was ich mir vorgenommen habe, nämlich per E-Mail beantworten und beginnen dann und dann, fällig dann und dann. Und dann schließe ich diese Nachricht. Und ganz spannend finde ich, weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, normalerweise, wenn ich in der Nachricht etwas ändere, dann muss ich danach speichern. Hier diese rote Fahne zur Nachverfolgung, die wird sozusagen außen dran gepinnt und die wird auch, wenn ich die E-Mail beantworte, nicht mitgeschickt. Das heißt, das ist eine Information, die ist nur für mich. Die E-Mail liegt jetzt erstmal weiter hier im Posteingang. Da kann man drüber reden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich glaube, dass das nicht sinnvoll ist, aber erstmal so zum Verständnis lasse ich die hier liegen. Und jetzt wechsle ich mal in die Aufgaben. Und wer mein letztes Video zu den Aufgaben gesehen hat, der weiß, es gibt hier den Unterschied zwischen Aufgabenliste und Aufgaben. In den Aufgaben sind die echten Outlook-Aufgaben und die Aufgabenliste ist eine Suche. Und zwar eine Suche, in der alles, was offen ist, in Outlook gesucht wird. Und da seht ihr, habe ich hier mehrere Outlook-Fenster zum parallelen Arbeiten öffnen. Das ist die E-Mail. Leider gibt es da kein E-Mail-Symbol. Das finde ich nicht so ganz gut zu erkennen. Aber das ist die E-Mail. Ihr seht, wenn ich die hier auswähle, dann habe ich auch sofort die Information zu dieser E-Mail, weil hier die Vorschau angezeigt wird und ich kann jetzt die E-Mail von hier öffnen und kann sie direkt von hier beantworten. Das heißt, ich habe in der Aufgabenliste einen Überblick. Ich persönlich mag das lieber, ich schalte es gerade mal ein, dass ihr seht, was ich meine, wenn der Lesebereich aus ist und ich hier die Spalten sehe. Denn damit sehe ich jetzt auch, was ich hier für ein Fälligkeitsdatum eingegeben habe. Ich sehe zum Beispiel auch, in welchem Ordner diese E-Mail im Moment ist und dass sie im Moment nicht erledigt ist. Und das heißt, ich gehe nochmal zurück in den Posteingang. Ich kann jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe hier nämlich eine Ablage für Teilnehmeranfragen und da habe ich was zu Outlook und da schiebe ich die E-Mail rein. Das heißt, ich habe sie gelesen, ich habe sie auf Wiedervorlage gelegt und jetzt habe ich sie auch gleich innerhalb meiner Outlook-Struktur abgelegt. Und wenn ich jetzt in die Aufgaben gehe und mir dort die Aufgabenliste anschaue, dann sehe ich, die E-Mail ist hier noch zu finden und sie liegt jetzt in einem bestimmten Unterordner. Und jetzt könnte ich zum Beispiel morgen hergehen und sagen, okay, was habe ich denn alles für Teilnehmerfragen in meinem Outlook-Ordner? Und die beantworte ich auf einmal, sodass ich mich nicht immer wieder neu eindenken muss in die Dinge. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich hatte hier angegeben per E-Mail beantworten. Vielleicht habe ich da auch eine andere Information drin stehen, die ich sehen möchte hier. Dann habe ich die Möglichkeit, jetzt über einen Rechtsklick und den Befehl Feldauswahl mir diese Spalte hier mit aufzunehmen. Und die muss irgendwas mit
Nachverfolgung heißen. Vielleicht schauen wir noch mal genauer nach, wie die exakt heißt. Das war hier bei Benutzer definiert. Sie heißt Kennzeichnung. Das heißt also, ich suche jetzt mal nach einer Spalte, die mit K Kennzeichnung beginnt. Hier ist die nicht. Es liegt wahrscheinlich daran, dass sie nicht zu den häufig verwendeten Feldern gehört. Also wähle ich alle E-Mail-Felder und dann schauen wir nochmal, ah ja, Kennzeichnung. Und jetzt kann ich diese Spalte nehmen und kann sagen, die möchte ich jetzt hier, ihr seht die beiden roten Pfeile, die möchte ich hier mit einbinden. Und damit kann ich auch die Nachrichtenkennzeichnung, die ich für diese E-Mail eingegeben habe, kann ich jetzt hier auch im Detail sehen, sodass ich dafür unter Umständen die E-Mail gar nicht aufmachen muss, sondern da direkt danach schauen kann. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, übers Fälligkeitsdatum zu sortieren. Und da sortiere ich jetzt praktisch Aufgaben und E-Mails gemeinsam in einer Übersicht. Ja, wichtig ist vielleicht an der Stelle noch, das hier ist ja jetzt eine Suche, wo alles Unerledigte sichtbar ist. Und wenn ich jetzt diese E-Mail beantwortet habe und ich klicke hier hinten auf die rote Fahne, um diese E-Mail als erledigt zu markieren, dann verschwindet die E-Mail hier. Ihr seht es, ich habe angeklickt, die E-Mail ist weg. Und sie existiert natürlich immer noch. Wenn ich zurückgehe in meine Mail-Komponente und dann dort in den Ordner, in dem die ist, dann seht ihr hier in meinem Ordner Outlook habe ich die E-Mail und sie ist jetzt auf erledigt gesetzt. Und so habe ich eine Möglichkeit über die Nachrichtenkennzeichnung, E-Mails, die noch zu bearbeiten sind, aber die ich im Moment nicht bearbeiten kann oder nicht bearbeiten will, auf Wiedervorlage zu legen, dann gemeinsam mit den Aufgaben in der Aufgabenliste zu sortieren und auch dort zu bearbeiten. Und ich habe dann auch hier in der E-Mail die Information, dass das eben erledigt ist. Und wenn ihr euch erinnert, die Aufgaben wurden ja noch im Kalender angezeigt. Ich gehe mal gerade in den Kalender. Da hatte ich euch letztes Mal gezeigt, wie man hier unten Aufgaben anzeigen kann. Das war Ansicht, tägliche Aufgabenliste normal. Und dann sehe ich jetzt hier auch, dass ich diese E-Mail hier am 23. bearbeitet habe. Und wenn ich da einen Doppelklick drauf mache, komme ich auch nochmal genau in diese E-Mail. Ja, das war's für heute mit Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Geräte und in diesem Fall mit der Wiedervorlage. Ich hoffe, es hat euch gefallen und zwar ein paar neue Dinge dabei. Hinterlasst mir gerne einen Like oder abonniert auch den Kanal. Und vor allem, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich beantworte sie euch gern. Das war's für heute. Servus, euer Arno.